Wir sind alarmiert worden zu einem Flächenbrand Richtung nördliche Randstraße, verlängerte Aderstraße hinter der Realschule. Wir haben vorgefunden eine brennende Ballenpresse sowie einen Flächenbrand. Wir haben dann sofort eine Riegelstellung aufgebaut zu den Wohngebäuden und Beginn der Löscharbeiten der Ballenpresse. Es waren die Feuerwehren aus Wernau, aus Köngen, aus Blochingen und aus Wendlingen mit wasserführenden Fahrzeugen im Einsatz, dass wir genügend Wasser an der Einsatzstelle haben, wenn das Feuer noch größer wird oder sich weiter ausbreitet. Wir machen jetzt noch Nachlöscharbeiten und dann ist für uns der Einsatz beendet.